Hi, willkommen zurück zu unserem dritten Teil der Tutorial-Reihe. Jetzt geht's ans Eingemachte, denn die letzten Male haben wir Stop Motion erstmal mit der App kennengelernt, dann haben wir ein Storyboard gemacht und ja, damit beschäftigen wir uns heute, denn das hier müssen wir jetzt noch umsetzen. Das ist ein bisschen einem selbst überlassen, was man damit machen möchte. Also, ob man jetzt mit Pappe arbeitet, ob man mit Knete arbeitet. Mit Lego geht das sehr gut, denn das ist schon im Prinzip wie ein Stop-Motion-Set. Man hat schon fertige Figuren. Das ist ein Vorteil, der sehr gut ist, wenn man jetzt auch nicht so viel Zeit in das Bauen stecken möchte. Was ich euch zeigen werde, ist, wie man das Ganze mit Papier und Pappe angeht. So bleibt das Ganze auch sehr preiswert. Am besten ist es, wenn man sich zu seinem Storyboard nochmal zusätzlich von seinem Film so ein paar Zeichnungen macht. Wie möchte man denn, wie sich das Ganze, die ganze Welt dort aussieht und die Figuren. Und das hilft dann, wenn man sich jetzt dann hinsetzt und das basteln muss. Ich könnte jetzt einfach die Rückwand bemalen und dann würde ich sagen, das ist jetzt meine Tapete, so soll das aussehen in einer Farbe. Man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen und halt wie bei einem echten Haus, bei einer echten Wohnung, kann man das Ganze tapezieren. Und das ist auch nicht so schwer. Man nimmt sich einfach nur ein Blatt Papier und schneidet daraus solche Streifen, denn das sind ja so Tapetenbahnen in echt. Und die kann man dann bemalen und zum Beispiel auch mit Mustern versehen. Für die Muster habe ich so extra so kleine Stempel genommen, die so ein bisschen weihnachtlich aussehen, so ein blumiges Muster. Und dann sieht das Ganze auch aus wie eine Tapete. Denn wenn man die dann danach aufträgt, dann hat man noch einen kleinen Detailgrad mehr, dann sieht das Ganze noch ein bisschen echter aus, anstatt dass es nur eine flächige Wand ist. Die ganze Geschichte spielt ja an Weihnachten und da sollen halt auch die Wohnzimmer, wo die Kinder sind, sehr festlich aussehen. Und ja, da kann man auch mal so ein bisschen übertreiben und ein bisschen mehr die Weihnachtsfarben nehmen, so ein bisschen Rot, Grün oder dann halt auch Gold oder so. Wenn ihr jetzt aber sagt, so, puh, solche Stempel habe ich jetzt nicht, dann ist das auch nicht so schlimm, denn man kann auch einfach ganz normale Kartoffeln nehmen und sich daraus einen Stempel selbst machen. Das muss dann auch nicht ein ganz extraordinäres Muster sein. Das kann man dann einfach so ein Zickzack haben oder so und dann stempelt man da drüber und dann kriegt man auch so einen ganz schönen Detailgrad. Wenn man das jetzt auch nicht machen möchte, kann man dann natürlich auch mit dem Stift einfach da so ein bisschen das verzieren und das Ganze sieht dann auch ziemlich klasse aus. Auf die Art und Weise kriegt ihr ganz schicke Tapeten hin. Wenn ihr aber sagt, pff, da habe ich jetzt auch keine Lust und ich male nicht so gerne, dann kann man ein bisschen suchen und vielleicht findet man ein passendes Geschenkpapier, was dann auch als Tapete funktioniert. Am Boden könnte man noch so eine Fußleiste machen, damit das Ganze so einen schönen Abschluss hat. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen realer aussehend, was dann unserem Film auch gut tut. Für den Fußboden habe ich mich jetzt entschieden, einfach so einen Holzboden zu machen. Da müssen wir einfach nur eine Pappe nehmen mit der Farbe, wie Sie wollen. Wir können sie auch anmalen. Und dann habe ich jetzt einen dunklen Stift genommen, kann man auch einen Bleistift nehmen und einfach Streifen drauf gemalt. Natürlich ist das noch ein bisschen leer stehen, wenn man jetzt so eine schöne Wohnung haben möchte. Und da braucht man natürlich noch was, und zwar die Möbel. Da muss man auch nicht zu viel Mühe sich geben. Da reicht schon ein bisschen Arbeit und das sieht schon ganz klasse aus. Ein kleiner Tipp ist auch, wenn man im Vorfeld halt wie in unserem Storyboard halt festgelegt hat, aus welcher Perspektive man das Ganze filmt, also aus welchem Blickwinkel, spart man schon mal viel, denn man muss nur das bauen, was man auch wirklich sieht. Da ich ja einen Adventsfilm mache, möchte ich auch, dass das Ganze so ein bisschen weihnachtlicher aussieht, ein bisschen farbenfroher und bunter und nicht so grau. Also male ich das Ganze noch an. Und da kann man dann auch ganz gut die Klebespuren verdecken und wenn man das da drüber malt. Für die Hintergrunddetails könnt ihr euch noch ein bisschen austoben. Da sind zum Beispiel so Bilderrahmen, dann malt man kurz was rein, klebt das dahin und schon ist das eine belebte Wohnung. Für die Brille, die in dem Film vergessen wurde, nehme ich einfach so ein Stückchen Draht und biege das ein bisschen um und das passt dann schon. Ich habe hier so ein paar kleine Details mit dem Goldstift noch da drauf gemalt, um das Ganze noch ein bisschen echter wirken zu lassen. Wer denkt, mein Gott, ist das viel Arbeit,
Man muss sich halt immer nur die halbe Mühe machen, denn man muss das Ganze nicht fertig bauen. War ein bisschen Arbeit und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und beim nächsten Mal hauchen wir dem Ganzen noch Leben ein. Also, bis dann!